Zwei Tage Großstadttrubel reichen zunächst einmal. Wohin flüchtet man also, wenn man sich nach ein bisschen Stille sehnt? Nach Borneo. Zwischenstopp in Kuching, der Hauptstadt von Sarawak. Mit dem Motorboot geht es auf dem Sarawak-Fluss bis zur Nordküste der Insel, wo eine großzügige Hotelanlage entstanden ist, die nur auf dem Wasserweg erreicht werden kann. Die Buchten ringsum sind fast für uns allein da.
Turtle Island, die Schildkröteninsel, bleibt wegen der Tücken des Seeganges zu dieser Jahreszeit für uns unerreichbar. Neu erworbene Freunde, Amerikaner aus Singapur, zwingen uns, unsere Englischkenntnisse aufzupolieren. Erkundungsgang in die Nachbarbucht. Auch hier finden wir Einsamkeit und Stille. Die tägliche Suche nach den Sonnenbrillen. Nur am Silvesterabend erfährt das geruhsame Dasein eine lautstarke Unterbrechung. Oh, no, 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 no,